Einen Kopf brauchen wir noch. Ich latsche einfach mal ein bisschen rum. Und snack währenddessen ein bisschen. Ich würde eigentlich schon ganz gerne mal da hingehen. Die Sache ist nur, die Lavaquelle ist genau da. Aber ich könnte ja... Oha. Ich könnte ja eigentlich auch mal hier lang gehen. Eieiei. Vielleicht aber auch hier. Hier hinten waren wir ja noch nicht, ne? Oh mein Gott, so aufregend. Ein neuer, endlos langer Gang. Oh nein, der mächtige Glowstone versperrt mir den Weg. Erstmal mitnehmen. Ich sollte das eigentlich mit der Mattock abbauen. Naja, eigentlich bräuchte ich das sowieso eher. Mattock hat ja Silk Touch drauf und damit wäre gleich der ganze Block gekommen. Herausgekommen. So, ich habe die Spitzhacke übrigens für das Nether Quartz mit Fortune 2? 3? 3 verzaubert. Also Lapis reingeballert. Mein Nether Quartz ist doch relativ begrenzt und wir brauchen einiges für das ME-System. Vor allem später, wenn wir das nochmal upgraden. Und damit meine ich nicht die Disketen. Ja, Zertus Quartz hat die Query auch eigentlich anfangs nur rausgeworfen. Das war fast schon nicht feierlich. Aber ich wäre ja nicht leid, wenn ich nicht wüsste, wie man damit was anfangen könnte. Das ist echt dämlich. Vor allem brauche ich das, um das zu machen, was ich vorhabe, weil ich den Wither brauche. Wir können aber noch keine Spawner rumtragen. Also durch Dimension tragen. Also, weil ich weiß, kann man keine Spawner mit in den Nether nehmen. Und der Trick mit den Spawner auf eine Fackel stellen funktioniert ja nicht, dann wäre sowieso nur ein Schweinespawner draus geworden. Mehr Magma Cube. Mehr Blazes. Ist da ein Spawner? Oder warum sind da 4 Stück? Ich hab ja schon verstanden. Ziemlich heiß. Wir könnten auch sterben und wieder zurückgehen. Das will ich noch weniger. So. Jetzt haben wir die Spawnplätze ja frei gemacht. Oh, für mehr Magma Cubes. Naja, wir kommen ja auch ohne Jetpack nach Hause, ist ja das Schöne. Mehr Magma Cube. Da ist wohl das Skelett. Wie kam ich da hin? Oh mein Gott. Ah, hi. Na? Oh, danke schön. Jetzt 2. Notch! Oh. Tschüss. High Speed Mode activated. Und so, ja, was machen wir jetzt, ne? Gibt leider nur eine Möglichkeit. Flint. Huch, ich hab Caps an. Blasphemie. Ich hab ja Cheats an, warte. Slash Game Mode 1.
Flint and Steel. Angehen bitte. Dankeschön. So, du kommst jetzt mal wieder weg. Sekunde. So, weg ist. Oh nein. Stimmt, da war was. Okay, gehen wir schnell so durch. Okay. Slash Game Mode. Nicht Game Moves. Game Mode 0. So, Entschuldigung fürs in den Creative Mode gehen. Aber ich hatte da echt keine Lust rumzugammeln oder zu sterben. So, wie gesagt, ich werde das natürlich einhalten. Ein Eisen, da haben wir hier einen Flint. Wir hätten sogar noch ein ganzes Feuerzeug. So, Sekunde. Ich gehe mal eben zu unserem Abwasser. Tschüss, tschüss. Achso, und hier können wir gleich mit weg. So. Hätten wir das auch geklärt. So, Diamanten haben wir übrigens eigentlich nicht mal so viele, nur 63. 65, tut mir leid. Sieht irgendwie so gleich aus. Wir gehen aber nochmal zur Quarry. Ich habe übrigens ein Portal hingesetzt. Plopp. Und die Quarry ist noch nicht fertig, oder? Moment, wir können einfach hier reingucken. Doch, die Quarry scheint fertig zu sein. Das Problem war einfach unsere Höhe. Wir sind viel zu hoch. Und ich habe auch mal runtergeschaut, was denn da unten eigentlich ist. Hier ist doch eine ganz unterirdische Höhlenwelt. Dachte mir dann nur. Und hab gelacht. Nee, eigentlich nicht. Okay, die Quarry ist fertig. Auf jeden Fall Strom. Da fließt nichts mehr. Wegen tut sich da nichts. Ja, die Quarry ist fertig zum wieder mitnehmen. Okay. Chunkloader habe ich auch nochmal gebaut. Das auch für die Cobblestones, die ich da gemacht habe. Ich kann ja gleich mal erklären, was ich da überhaupt gemacht habe. Aber erstmal nehmen wir hier wieder alles mit. Dankeschön. Kann ich dich... Ah, sehr gut. Gehen wir erstmal wieder zurück in unsere Welt. Da sind wir wieder. Ich habe übrigens noch eine Welt erstellt. Was habe ich mit den Cobblestones vor? Und warum habe ich die compressed? Damit werden wir uns ein Portal ins Deep Dark machen. Dort wimmelt es nur so von Rohstoffen. Das Problem ist, dass der Unstable Ingot. Dafür brauchen wir den Wither. Wither. Ja, ne, ist schon ein bisschen scheiße. Aber was will man machen? Ne? Pop, was machst du hier? Ich habe dir doch Hausarrestzweck gegeben. So, dich packen wir hier wieder rein. Dich, dich. Und dich. Den Rest packen wir jetzt mal weg, was wir nicht brauchen. So, was brauchen wir? Oh, das Tesseract Quarry. Stell ich mal eine Kiste hin. Ich glaube, ich mache so eine Kiste, wo ich immer alles vorbereite, statt einen Rucksack. Ja, passt. Okay, Gas drehen. Critic Bones. Achso, können wir mal kurz schauen. Haben wir Apple? Ne, haben wir nicht. Derpy Derp. Access denied. Haben wir noch normale Bäume stehen? Ich glaube, du bist ein normaler Baum, ne? Normaler Oakwood. So. Ach, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir dann eh gleich den Wither machen, sollten wir Jetpack vorher noch aufladen. Autsch. Unsere schöne Steckdose. So, wie viel haben wir schon? Oh ja, ein bisschen was. Können wir auf jeden Fall schon mal... Achso. Ich werde schon mal zwei Stacks schmelzen. Bitch, please.
So. Da ist ein Apfel. Aber wir können ja eigentlich schauen, dass wir ein paar mehr bekommen. Und Holz brauchen wir ja sowieso. Bestimmt. Übrigens in einem Mob, in der Mobfalle über unseren Autospawner, die ich gebaut habe, stecken Slimes fest. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Achso, ja, oh. Hab ich ganz vergessen. Na gut, machen wir trotzdem erstmal so welche. Oder eine, so gesagt. So, was brauchen wir für einen Hartkanister? Hart. Kanister. So. Wir brauchen einmal einen Empty Kanister. Den machen wir einfach mit Aluminium. Zack. Machen wir Red Heart. Haben wir 4 Stück. Das heißt, wir können eigentlich gleich 4 Kanister machen. 1, 2, 3. Ich habe übrigens aus Versehen Aluminium Breast mal gemacht. Aus Versehen. Dann brauchen wir Jeweled Apple. Und dann noch Necrotic. Ah, kann ich ja jetzt einfach so machen. Packen wir das mal so rein. Zack. So, dann rüsten wir das hier aus. Und zwar da. Und gleichzeitig eigentlich unsere Herzen ein Stückchen ansteigen. Genau. Hier. Jetzt kriegen wir nämlich noch ein Herz. So. Das kann man halt 10-mal machen. Danach muss man nochmal neue Red Hearts farmen. Und da muss man halt mit den nochmal Red Heart Kanister machen, damit man dann die hier machen kann. Plus ein OP-Apfel. Ziemlich teuer, aber man hat dann 30 Herzen. Das ist ziemlich heftig. Apropos heftig, ich weiß gar nicht, wie es um so ein Rubber da aussieht. Ja, aber Zeit, dass es schmilzt. Ja, einschmelzen und sowas, alles ein bisschen automatischer läuft. So. Ah, okay. Momentan ist das Ganze hier ja so ziemlich strukturlos, ich weiß. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe gesagt, es soll nicht mehr vorkommen. Wird es auch bald nicht mehr. Das ist einfach nur der Beginn gewesen, quasi. Wer weiß, vielleicht baue ich das alles ja nochmal komplett im Offscreen um oder sowas. So, und diesmal, damit wir einen besseren Überblick haben, töten wir den Wizard hier. 1. Fail. Fail. So. Okay. 3. Bitte, please. 3. 1. Super Fail. So, den Kopf drehen wir natürlich nach hinten. Ah, bitte, please. Guck mich an, ich bin hässlich. Bumm. Hey, hier bin ich. Lass mir mal kurz ein bisschen runterkommen. Der regeneriert zwar in der Zwischenzeit, aber das ist mir relativ egal. Oh, jo. Da ist es. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir gleich 2 bekommen, ja? Als ob ich es jetzt nötig hätte, 2 zu bekommen. Da sind wieder diese Bliss. Bliss heißen die. Habe ich nämlich. Irgendwo habe ich das gelesen gehabt mit Bliss. Bliss Powder, irgendwie sowas. Mit Cryotheum Dust?
Sekunde. Legendary Bliss. Hier. Bliss Powder, Bliss Rot. So, jetzt haben wir das Division Sigil. Sache ist, wir brauchen noch ein Enchantment Table. Enchantment Table. Auto Enchantment Table. Ja, und das Ding kann bestimmt tolle Sachen. So, Dankeschön fürs Dasein. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, so viel Rupa. Oh, Pulverized Tin. Aus Pulverized Tin bekommt man Pulverized Iron. Gut zu wissen. Autsch. So, dann brauchen wir noch 8 Redstone. Unsere Portal Gun plus Kuh. Weil wir eine Kuh opfern müssen. Klingt dämlich, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Wir haben aber das Yellow Heart gar nicht bekommen. Das liegt da bestimmt irgendwo noch. Naja, wo kriege ich jetzt auf die Schnelle eine Kuh her? Hätte ich doch mal nicht alle aus der Umgebung getötet. Nee, irgendwo ist bestimmt noch ein. Da ist ein scheiß Mini-Zombie. Hallo, Kuh. Oh, lag. Schweine gehen nicht. Das ist äußerst ärgerlich. Kann ja nicht sein, dass ich keine Kuh finde. Zombies gehen leider auch nicht. Schafe genauso. Es muss eine Kuh sein. Schafe. Noch mehr Schafe. Noch mehr Schafe. Überall Schafe. Gut, scheint es, ob ich eine Kuh aus unserer Falle retten müsste. Es sei denn, ich kann sagen, Radar. Schau Neutrals. Da sind Kühe. Sehr gut. So, okay, wir haben ein Enchantment Table, wir haben das Redstone. Und wir haben dich. Und wir haben eine Kuh. So. Das Redstone legen wir drum rum. Okay, dann können wir hier. Oh, fick dich doch. Natürlich ist die Hälfte des Redstone verloren gegangen. Alter, ey. Ich habe keinen Redstone im Rucksack, oder? Nein, natürlich nicht. Habe ich ein Portal irgendwo? Nein, auch nicht. Gut, nach Hause komme ich ja relativ schnell. Das war überhaupt nicht dumm oder so. Sache ist, wir müssen uns beeilen. Bevor es nämlich Mitternacht ist. Das Ritual muss um Punkt Mitternacht abgehalten werden. Aber ich glaube, es hat keine Sicht auf den Mond. Die sind jetzt überall Kühe. Aber ich kann auch mal wieder... Ach da, schauen Neutrals auf. Essen. Wegpunkt wieder ausmachen. Redstone holen.